Hallihallo, hier ist auch schon wieder euer Ben. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Gaming of Ben. Und willkommen zu The Plan Effect, die Demo-Version, die jetzt vor kurzem erschienen ist bei Steam. Und das Spiel soll auch später für die PlayStation 4, 5 und so weiter erscheinen. Informationen darüber findet ihr oben im Infobutton. Da ist der Link nämlich versteckt zu meiner News, also die ich veröffentlicht habe auf meiner eigenen Homepage. Und da könnt ihr dann gerne einmal drauf gehen und da findet ihr mehr Informationen zu The Plan Effect. So. The Plan Effect. Um was geht es? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir damals mal den Trailer angeguckt und er sah ziemlich interessant aus. Spielmodus. Normal, mit Tipp oder geführt? Ich würde sagen, mit Tipp. Ich brauche hin und wieder mal einen kleinen Tipp, sonst bleibe ich einfach irgendwie hängen bei solchen Spielen. Deswegen mit Tipp. Und ich würde sagen, los geht die wilde Fahrt. Okay, das war ja gerade schon mal ein bisschen komisch, muss ich sagen. Das Büro. Okay. Ist das die Matrix vielleicht? Die Matrix, die langsam so zusammenbricht vielleicht. So. Ist auch keiner mehr da, ne? Bin ich der Letzte? Muss ich noch aufwischen, ne? Ein Foto von der Familie und es verblasst. Ist irgendwas passiert mit der Familie vielleicht? Das ist eine sehr berechtigte Frage. Hat er mir Kaffee? Ist auch keiner mehr hier, ne? Ziemlich trostlose Arbeit. Wo muss ich mich ausstempeln noch? Ah, natürlich, bevor wir gehen, Licht ausschalten. Ganz wichtig. Ich habe gedacht, ausstempeln. Wieso liegt die Karte da oben? Jetzt muss ich ja wieder Licht anmachen extra. Das sehe ich ja jetzt erst. Die Karte liegt da oben nämlich auf der Lampe drauf.
Jetzt aber Licht aus hier. Ab nach Hause hier und so weiter. Vor allen Dingen, was macht die Karte da oben? Haben die Jungs hier aus der Dings hier schon wieder einen Streich gespielt hier oder was? Und nochmal Licht anmache. So, wo ist mein Mantel? So, jetzt nochmal überlegen. Ich habe mich angezogen. Okay, ich habe mich angezogen, habe ich, alles klar. Ich habe die Karte dabei, alles klar. Gut, jetzt aber Licht ausmachen. Und einer, der jetzt draußen steht vor dem Gebäude, muss ich auch fragen, was macht der denn da? Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Was macht denn der da? Ich bin doch vergesslich. Die U-Bahn. Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage gerade, was mir gerade aufgefallen ist. Und zwar, warum hat es draußen geschneit, wenn wir danach noch mit dem Fahrstuhl gefahren sind? Also, wir sind ja aus diesem Raum rausgegangen, dann hat es geschneit und dann waren wir in diesem Fahrstuhl drin gerade, der nach unten fährt. Das heißt, zwischen diesem Raum und dem Fahrstuhl müssen wir draußen gewesen sein. Das macht für mich aber vom Hausaufbau gar keinen Sinn, finde ich gerade persönlich. Wie seht ihr das? Also ich verstehe es gerade nicht, muss ich ehrlich sagen. Bin gerade etwas irritiert. Aber U-Bahn, gut, U-Bahn. Kann ich auch das Licht ausschalten? Nee. Gut. Bye, ich hoffe, es ist vorbei. Ich weiß nicht, wie ich gerade auf Sarah Connor komme, aber okay. Das funktioniert wohl schon nicht, alles klar. Ist das ein Snackautomat hier? Oh, Haribo, einmal bitte. Aber nicht die schwarz-weißen. Hey, mein Penny. Penny. Okay, alles klar. Da war jetzt wohl nur der Penny drin, ne? Und mit dem Penny kann ich ja mir eine Karte kaufen, wie scheint. Da, der Zug ist schon da. Schnell, schnell, schnell. Ah, meine Karte! Ja. So beginnt ein wundervoller Tag.
Wenn du das mal nach der Arbeit hast, dann hast du einen Hauptgewinn gezogen. Wie komme ich jetzt da ran? Ist das hier? Warum liegen deine Handschuhe überhaupt? Ich bin gestorben. Hey. Habe ich jetzt die Handschuhe aber? Die Handschuhe habe ich jetzt. Trotzdem uncool gewesen. Mache ich jetzt meine Handschuhe. Okay. Okay. Mensch, doch, ich bin richtig schlau heute. Ist doch nicht so, dass die Wärme schon mein Gehirn weggebrutzelt hat, wie so ein Bratei. Muss ich schon sagen. Sehr gut. So nimmt mein Leben endlich mal wieder Fahrt auf. Yeah! Oh Gott. Stadtlichter. Okay, hier steht überall kaufen, steht hier überall. Was soll man denn kaufen? Das. Ja, ist doch gehen oder nicht? Warum fahren die denn? Alter, was ist denn da los? Das ist ein Zebrastreifen, Alter. Was ist los mit denen? Und außerdem durfte ich gehen. Was ist denn mit dem? Also. Ja, es liegt der Penny genau auf der Straße, natürlich. Regelverstoß! Was ist los hier? 346 Minuten später. Also das bringt mir ja noch gar nichts erstmal. So. Ich habe mich gerade mal schnell informiert, so gesehen. Wie es weitergeht, so gesehen. Ich muss sagen, ich war nicht blickig. Ich war nicht blickig wieder, das ist es. Habe ich übersehen. Weil ich dachte, so rot ist tot, so ungefähr.
Und zwar ist ja hier so ein kleiner Vogel, nämlich. Und jetzt fliegt der kleine Vogel nämlich weg. Jetzt kann ich die Papierzeitung dagegen werfen. Boah, ich habe mich so gefragt die ganze Zeit. Hä? Warum wirft er da eine Papierzeitung gegen? Macht doch gar keinen Sinn. So, mal kurz warten, ne? Los, mach grün hier. Wir haben eine Ewigkeit und so. Läuft alles genau nach Plan hier heute. Genau nach Plan. was? So, jetzt ist der kleine Roboter nämlich abgelenkt soweit. Die kleine Drohne. Jetzt kann ich da einfach jetzt reinhuschen, ne? Ja, wer soll denn darauf kommen? Hat schon wieder auf Arbeit? Ich war doch schon auf Arbeit. Warum soll ich erst hin und wieder zurück? Wow. Wow, ein fliegender Stuhl. Menschen. Und was macht ihr so? Heute ist nicht viel mit Arbeiten, wie es scheint. Ich würde sagen, ich gehe jetzt einfach wieder. Boah, das war gerade echt weird, war das? Schneeflocken. Also ich bin leicht irritiert, aber nur minimal. So wie... Ah, da ist der Vogel wieder. Ey! Schalldiebe. War bestimmt der Elster. Was ist denn hier los? Also bin ich jetzt in der Matrix oder bin ich nicht in der Matrix? Wo kommt der Schnee auf einmal her? Ist das der richtige Weg nach Hause überhaupt? Aber das Foto, das Familienfoto ist ja am Anfang des Spiels verblasst. Existiert denn die Familie überhaupt noch oder wie darf ich mir das vorstellen? Also ich bin gerade leicht irritiert, muss ich ehrlich sagen. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren mit reinschreiben, wie ihr das soweit seht aktuell. Aber ich bin leicht irritiert. Der Geist seiner Frau, eventuell? Also ist sie doch verstorben?
Was ist das? Der Wurm sah aus wie aus Beetlejuice gerade. Thank you for playing. Okay. Ja, alles klar. Also ich bin echt irritiert, muss ich sagen. Das war's heute mit The Planific, die Demo-Version. Und ja, ich bin irritiert. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben, wo ihr so denkt, wie sich die Story so erzählt. Ich habe das nicht so wirklich begriffen, aber ich gehe mal stark davon aus, dass die Frau verstorben ist und er irgendwie in der Matrix ist und das Ganze so langsam zusammenfällt oder wie auch immer. Ihr könnt ja gerne mal in den Kommentaren mit reinschreiben, auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drüber. Und das war's heute mit Gaming with Ben. Hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, Video liken, kommentieren, unten rechts Abonnier-Button, raufklatschen, dashen, smashen, damit ihr nichts mehr passt von mir. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, flauschig und natürlich bis zum nächsten Mal. Bis dann, immer schön weiterzocken und haut zu rennen.